In Finnland wurde die alkoholische Tinktur aus dem Pilz zur äußerlichen Behandlung von Prellungen und Stauchungen verwendet. Zur Herstellung wurde die rote Huthaut des Fliegenpilzes für einige Tage in Wodka eingelegt. Die innerliche Verwendung kleiner Mengen lindert Kopf- und Magenschmerzen. In Sibirien wurden mit dem Kaltwasserextrakt die Beine bei Schlangenbissen massiert. Einige nordamerikanische Indianerstämme, wie die Cree, nutzen den Fliegenpilz für Spülungen bei Infektionen des Auges. Aus Sibirien stammen Berichte zur innerlichen Verwendung des Fliegenpilzes bei psychosomatischen Erschöpfungszuständen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde er sowohl als Hausmittel als auch als ärztlich verordnetes Medikament unter anderem innerlich gegen Epilepsie und Fieber und äußerlich gegen Fistelgeschwüre genutzt. Unter dem Namen Fungus muscarius war er sogar offiziell, also Bestandteil des Arzneischatzes. In der Homöopathie ist Agaricus muscarius noch heute ein Mittel gegen Beschwerden des gesamten Nervensystems, Bremnes 1995. Er wird als homöopathische Potenz D4, D6, D30, D200 entsprechend dem Arzneimittelbild unter anderem gegen Beschwerden der Wechseljahre, Übererregbarkeit sowie Blasen- und Darmkrämpfe durchaus mit Erfolg verwendet. Es gibt einzelne Hinweise, nach denen es durch die Einnahme des homöopathischen Mittels zu einer Besserung der Parkinson-Symptome kommt. Alle homöopathischen Zubereitungen sind zwar apothekenpflichtig, aber nicht verschreibungspflichtig, nicht einmal die Urtinktur. Weder das Sammeln noch das Konsumieren des Fliegenpilzes ist illegal. Waldschmidt 1992 beobachtete bei seinen Patienten nach der Einnahme der Urtinktur eine Intensivierung des Traumalebens. Negative körperliche und psychische Begleiterscheinungen blieben offenbar auch am nächsten Tag aus. Offenbar wird der Pilz noch immer medizinisch eingesetzt. Beispielsweise verwendet man ihn in Sibirien, Nowosibirsk gegen verschiedene Krebserkrankungen, Drüsenerkrankungen und Rheuma. Dem Autor liegen Schilderungen zu einer erfolgreichen innerlichen Verwendung des alkoholischen Pilzauszuges bei pfeifferschem Drüsenfieber vor. Niedrig dosiert ruft die Anwendung keine bewusstseinsverändernden Effekte hervor, es wird aber von einer stimmungsaufhellenden Wirkung berichtet. Äußerlich hilft die Anwendung bei Rheuma. In Litauen wird der Pilz für Einreibungen bei Gelenk- und Rückenschmerzen verwendet. Hierfür werden 3 bis 4 Fliegenpilzköpfe zunächst 2 Tage im Kühlschrank gelagert, dann klein geschnitten, in ein Glas gegeben und fingerbreit mit Wodka aufgefüllt. Der Ansatz verbleibt für 2 Wochen im Kühlschrank. Anschließend werden die Pilze entfernt. Schmerzende Gelenke sollte man damit regelmäßig einreiben. Zur Bevorratung wird empfohlen, Fliegenpilzköpfe in ein großes Glas zu füllen und das Glas tief, circa 1 Meter in die Erde zu vergraben. Unter günstige Bedingungen entsteht nach 1 Monat eine flüssige Masse mit einem spezifischen Geruch. Diese Masse wird durch eine Gase gegossen und die dadurch entstandene Flüssigkeit 1:1 mit Alkohol verdünnt. Die Tinktur hält mehrere Jahre. Wie bereits angesprochen, können neben frischen Pilzen auch alkoholische Auszüge eingesetzt werden. Hierfür werden etwa 2 bis 3 Fliegenpilze für mehrere Tage in eine Flasche Wodka verbracht. Der alkoholische Auszug kann anschließend innerlich oder äußerlich angewandt werden. Traditionell wird ein Wodka-Auszug in Russland zur äußerlichen Behandlung von Gelenkschmerzen genutzt. Auch pulverisiertes Pilzmaterial wird verwendet, beispielsweise zur äußerlichen Behandlung von geschwürigen, schlecht heilenden Wunden. Auf der Halbinsel Kamtschatka werden kleine Stücke des Fliegenpilzes bei Entzündungen im Hals- und Rachenraum gelutscht. Die innerliche Anwendung des Fliegenpilzes ist wegen seines sehr stark schwankenden Wirkstoffgehaltes nicht unproblematisch. Aus diesem Grund muss eine diesbezügliche Verwendung immer mit äußerster Vorsicht erfolgen. Es gibt Berichte, nach denen Rentiere bei Verdauungsproblemen ebenfalls den Fliegenpilz fressen.
Neben diesen rein physischen Anwendungen spielt der Fliegenpilz seit Urzeiten eine überaus bedeutsame Rolle in den Heilungsritualen der Schamanen überall auf der Welt. Der Pilz half ihnen dabei, neben den rein körperlichen auch die geistig-seelischen Ursachen für eine Erkrankung zu suchen, zu finden und rituell zu überwinden. Erst langsam kehren wir wieder zurück zu dieser ganzheitlichen Sichtweise und müssen anerkennen, dass vieles, was wir lange belächelt haben, den Menschen heilt und wieder ganz macht. Ganz im Gegensatz zu seinem Namen enthält der Fliegenpilz nur sehr wenig L+, Muskarin, 0,0002% bezogen auf die Frischmasse. Muskarin wurde 1869 von Schmiedeberg und Koppe in winzigen Mengen im Fliegenpilz entdeckt. Muskarin existiert in zwei optisch aktiven Konfigurationen, von denen im Fliegenpilz nur das L+ Muskarin vorkommt. Die Konzentration ist allerdings derart gering, dass sie toxikologisch ohne Bedeutung ist. Der wichtigste Giftstoff im Fliegen- und Pantherpilz ist die Ibotensäure. Dieser wurde erst Mitte der 1970er Jahre von dem Schweizer Eugster und dem Japaner Takemoto unabhängig voneinander entdeckt. Der Gehalt im Fliegenpilz erreicht Werte von bis zu 0,3% in getrockneten Pilzen. Allerdings schwanken die Werte außerordentlich stark. Beim Pantherpilz A. Pantherina sind die Gehalte anscheinend etwas geringer. Der Gehalt von Muskimol im Fliegenpilz liegt um 0,1%, beim Pantherpilz ist er offenbar etwas höher. Untersuchungen zeigen wiederum stark schwankende Werte. Das Fleisch der Pilzhüte enthält höhere Konzentrationen an Ibotensäure und Muskimol als die Huthaut. In den Stielen sind die Gehalte an beiden Stoffen geringer als in den Hüten. Sauer und Weilemann 2001 geben den Gesamtgehalt an Isoxazolen, Ibotensäure, Muskimol etc. mit 0,03 bis 0,18% bezogen auf die Trockenmasse an. Beim Kochen, Trocknen oder Lagern der Pilze bildet sich aus der Ibotensäure das etwa 5-mal wirksamere Muskimol und das pharmakologisch kaum aktive Muskazon. Muskimol entsteht auch im Körper selbst aus der zugeführten Ibotensäure und ist dann im Urin nachweisbar. Beide Stoffe sind wasserlöslich. Sie unterliegen derzeit nicht dem Betäubungsmittelgesetz. Offenbar sind sie auch für die insektentötende Wirkung des Fliegenpilzes verantwortlich. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass beide Substanzen eine intensive Wirkung auf das Gehirn entfalten können, liegt in ihrer Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke passieren zu können. Muskimol ist ein Agonist des natürlich im Körper vorkommenden Botenstoffes Neurotransmitter. Gamma-Aminobuttersäure, GABA. Wie dieser ist es in der Lage, an spezielle GABA-Rezeptoren zu binden und eine Hemmwirkung auf bestimmte Bereiche des Gehirns zu entfalten. Außerdem führt es zu einer Erhöhung des Gehaltes an Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin, Acetylcholin und einer Verminderung an Noradrenalin. Matsumoto wiesen 1969 mit 4-Hydroxypyrrolidon eine weitere Verbindung nach, deren chemische Struktur der von Ibotensäure und Muskimol sehr ähnlich ist. Verbindungen mit diesem chemischen Grundgerüst kommen bei mikroskopisch kleinen Schimmelpilzen häufig vor und wirken gegen Bakterien und Pilze. Wahrscheinlich werden sie alle aus Glutaminsäure als Vorstufe gebildet. Ein synthetisches Derivat des Muskimols, THIP, ist gleich 4,5-6,7-Tetrahydroisoxazolo, 4,5-E-Pyridin-3-OL, ist ein spezifischer Agonist des GABA-Rezeptors, indem es an diesen bindet und zu seiner Aktivierung führt. Es wirkt schmerzhemmend und stellt bei Parkinson-Patienten mit Schlafstörungen die normale Schlafstruktur wieder her. Ibotensäure bindet vor allem an den NMDA-Rezeptor N-Methyl-D-Aspartinsäure, dessen natürlicher Bindungspartner das Glutamat-Glutaminsäure ist und wirkt dort aktivierend. Außerdem ist die Verbindung stark neurotoxisch, nervenschädigend.
Die im Fliegenpilz enthaltenen Inhaltsstoffe stören das koordinierte Wechselspiel der natürlichen Neurotransmitter im Gehirn. Die damit verbundene psychotrope Wirkung kann nicht nur durch den Verzehr, sondern auch durch das Rauchen getrockneter Huthäute oder Pilzkörper erreicht werden. Dabei ist Rauchen eine aus pharmakologischer Sicht sehr schnelle und wirkungsvolle Methode, um Wirkstoffe, die sich verdampfen lassen, aufzunehmen. Getrocknete Fliegen- und Pantherpilze wurden mit Tabak und einer ganzen Reihe von anderen teils zentral wirksamen Kräutern, Damiana, Nachtschattengewächse, Hanf etc., vermischt und geraucht. Neben einem sehr schnellen Wirkungseintritt sind auch die bei der inhalativen Anwendung verwendeten Mengen geringer als bei oraler Einnahme. Bei der Aufnahme über den Mund werden zur Erzielung eines Rauschzustandes üblicherweise etwa 3 getrocknete Pilze verspeist. 1 Gramm getrockneter Pilze enthält etwa 1 bis 5 Milligramm Ibotensäure und 3 bis 10 Milligramm Muscimol. Nach Hagers Handbuch fuhren bereits 10 Milligramm Muscimol bei oraler Aufnahme zu Vergiftungserscheinungen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 1 bis 2 frische Pilze oder 1 bis 3 Huthäute pro Person in Wasser, Milch oder Alkohol für mehrere Stunden einzulegen und davon eine kleine Menge zu trinken. Die zur Erzielung eines Rauschzustandes angegebene Zahl von Pilzen ist je nach Quelle sehr uneinheitlich. Da die rauscherzeugenden Stoffe offenbar hitzestabil sind, können die Pilze auch gekocht und der Sud eingenommen werden. Muscimol wird in den Nieren nur wenig abgebaut und praktisch unverändert über den Urin ausgeschieden. Ibotensäure besitzt strukturelle Ähnlichkeit mit dem als Geschmacksverstärker verwendeten Glutamat bzw. der Glutaminsäure und übertrifft dessen Wirkung auf den Geschmack um ein Vielfaches. Erstaunlicherweise wurde für diese Wirkung 1969 sogar ein Patent ausgestellt. Reich 1997 beschreibt den Verzehr von 10 Fliegenpilzen als tödlich giftige Menge. Nach Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis liegt die tödliche Dosis für einen Erwachsenen bei über 100 Gramm Frischpilz, ca. 10 Gramm Trockenmasse. Neben der Ibotensäure enthält der Fliegenpilz auch geringe Gehalte an Bufotenin. Bufotenin ist als Inhaltsstoff aus dem Abwehrdrüsensekret verschiedener Kröten bekannt, spielt aber offenbar für die Giftwirkung des Fliegenpilzes keine Rolle. Es kommt auch im gelben Knollenblätterpilz Amanita citrina in stark wechselnden Mengen vor und wirkt antibakteriell. Für den Menschen ist es nur giftig, wenn es direkt in die Blutbahn gelangt. Die parenterale Verabreichung führt zu Kopfschmerzen, Schwindelgefühlen und Halluzinationen. Der gelbe Knollenblätterpilz ist essbar, aber wegen der bestehenden Verwechslungsgefahr mit giftigen Arten zu meiden und insbesondere aufgrund seines typischen Kartoffelkellergeruches ein minderwertiger Speisepilz. Roh ist der Pilz giftig, da er hämolysierend wirkende Lektine enthält. Diese werden durch ausreichendes Kochen oder Braten zerstört. Die intensiv rote Farbe des Fliegenpilzes wird durch eine ganze Palette sogenannter Betaline hervorgerufen, beispielsweise die orangegelben Muskeurine und die rotvioletten Muscapurpurine. Betaline kommen auch in vielen Blütenpflanzen vor. Das gelbe Muscaflavin ist auch in Pilzen aus der Gattung der Saftlinge, Hygrocybi, zu finden. Manche Farbstoffe wirken auch antibiotisch, beispielsweise das rote Muscarufin. Weitere Wirkstoffe im Fliegenpilz sind Cholin, Acetylcholin, Beten, Muscaridin, Herzynin, Uracil, Adenosin, Hypoxanthin, Xanthin und Beta-DN-Butylglucopyranoside. Der Fliegenpilz enthält ungewöhnlich hohe Gehalte des Elementes Vanadium, 200 Milligramm pro Kilogramm. Das Metall liegt im Fliegenpilz in Form einer besonderen Verbindung vor, die man als Amavadin bezeichnet. Auch die Gehalte an Selen, 18 Milligramm, Cadmium, 14 Milligramm, Kobalt, 2,5 Milligramm, Chrom, 2 Milligramm, Blei, 33 Milligramm, Quecksilber, 61 Milligramm und Nickel, 7,5 Milligramm, sind erhöht.
Alle Werte bezogen auf ein Kilogramm der Trockenmasse. Immer wieder wird behauptet, dass sich der größte Teil der Giftstoffe in der Huthaut befindet. In der Literatur findet man allerdings sehr widersprüchliche Angaben hierzu. Manche Autoren wollen den höchsten Gehalt an psychoaktiven Stoffen auch im Fleisch und in den Lamellen gefunden haben. Einen ausführlichen Überblick über die Inhaltsstoffe, Toxikologie, Biologie und ethnomykologische Verwendung bietet das Review von Michelot et al. 2003. Obwohl der Fliegenpilz sehr auffällig und kaum zu verwechseln ist, kommen Vergiftungen vor. Sie sind in den allermeisten Fällen nicht Folge einer Verwechslung, sondern resultieren aus der missbräuchlichen Einnahme des Pilzes als Rauschdroge. Da man den Pilz leichter identifizieren kann und er zudem fast überall vorkommt, ist der Fliegenpilz einer der am meisten verwendeten psychotropen Pilze weltweit. Dieser Umstand wird in neuerer Zeit noch dadurch verstärkt, dass er in etlichen Szene-Publikationen zusammen mit dem Pantherpilz in diesem Zusammenhang erwähnt wird. Zur Erzielung eines Rauschzustandes kann man neben den frischen oder getrockneten Fruchtkörpern auch die Huthäute verwenden. Sie werden abgezogen, getrocknet und geraucht. Diese Art der Applikation ruft einen milden Rauschzustand hervor. Die inhalative Einnahme führt zu einer raschen Wirkstoffaufnahme und lässt sich normalerweise gut steuern. Ich rate trotzdem dringlichst vor diesbezüglichen Versuchen ab. Davon abgesehen, dass der Verzehr von Fliegenpilzen ab einer gewissen Aufnahmemenge selbstverständlich zum Tod führt, wird der Pilz trotzdem nicht zu den tödlich giftigen Pilzen gezählt. In der Literatur werden die Symptome einer Fliegenpilzvergiftung unter der Bezeichnung Pantherina, Fliegenpilz oder Ibotensäure-Syndrom zusammengefasst. Ursache für die Vergiftungserscheinungen ist hauptsächlich die enthaltene Ibotensäure. Neben dem Fliegenpilz rufen auch der Königsfliegenpilz Amanita regalis, der Pantherpilz Amanita pantherina und weitere Arten, wie der narzissengelbe Wulstling Amanita gemmata, das Syndrom hervor. Der LD50-Wertdosis bei der 50% der Versuchstiere versterben, für Ibotensäure beträgt bei Mäusen 38 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Ibotensäure wird im menschlichen Stoffwechsel in die Wirkkomponente Muscimol umgewandelt. Muscimol ist wesentlich wirksamer als Ibotensäure und wird schließlich mit dem Urin ausgeschieden wird. Die Ibotensäure hat pharmakologisch einen ähnlichen Wirkmechanismus wie das stark giftige Atropin aus der Tollkirsche Atropa belladonna. Früher bezeichnete man die Inhaltsstoffe des Fliegenpilzes deshalb als Pilzatropin. Eine atropinähnliche anticholinerge Wirkung zeigt sich durch stark geweitete Pupillen, Mydriasis, warme trockene Haut und gesteigerten Pulsschlag Tachykardie. Es gibt aber auch Vergiftungen mit komplett gegensätzlichen Symptomen. In diesen Fällen zeigen sich vor allem cholinerge Wirkungen mit Pupillenverengung, Miosis, Pulsverlangsamung, Bradykardie, Schweißausbrüchen und Speichelfluss. Die genauen Hintergründe für diese eigentlich gegensätzlichen Wirkungen sind noch nicht restlos geklärt. Der Fliegenpilz beeinflusst die in besonderem Maß die Fähigkeit zu geregelten Bewegungen. Einen starken Einfluss üben die Inhaltsstoffe darüber hinaus auf das Zentralnervensystem aus. Anfangs erinnern die Symptome an einen Alkoholrausch. Etwa eine halbe bis maximal 4 Stunden nach der Einnahme kommt es zu Verwirrtheit, Sprach- und Sehstörungen, Mattigkeit und starker Müdigkeit. Das Bewusstsein trübt sich zusehends. Gleichzeitig können aber auch Erregungszustände auftreten. Körperliche Symptome sind Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Übelkeit, außerdem treten häufig Zittern, Krämpfe und Muskelzuckungen auf. Oft ist auch vermehrter Speichelfluss zu beobachten. Auf der psychischen Ebene kann es im weiteren Verlauf der Vergiftung zu teilweise drastischen Veränderungen der Persönlichkeit und der räumlichen und zeitlichen Wahrnehmung kommen.
Häufig werden Farb- und Gehörillusionen, Synästhesien sowie ein Gefühl des körperlosen Schwebens beschrieben. Typisch für eine Vergiftung sind außerdem optische Halluzinationen und eine verzerrte Größenwahrnehmung. Ein kleines Zimmer erscheint dem Berauschten wie ein riesiger Saal. Oft werden kleine Hindernisse mit grotesk hohen Sprüngen gemeistert. Die Farbwahrnehmung kann erheblich verändert sein. So erscheint der Himmel beispielsweise purpurrot oder flüssig tiefschwarz. Der britische Schriftsteller Lewis Carroll verarbeitete die durch den Fliegenpilz verursachte Rauschwirkung mit optischen Halluzinationen im Märchen Alice im Wunderland. Von der einen Seite wirst du größer und von der anderen kleiner, erklärt die Raupe der Alice. Eine Seite wovon? Denkt Alice. Vom Pilz, sagte die Raupe und verschwand. Wie bei allen Rauschzuständen ist die bereits vorbestehende Stimmungslage und Erwartungshaltung, Set des Konsumierenden sehr wichtig für die Qualität und Intensität der Empfindungen. Diese können von großer Euphorie, von Gleichgültigkeit oder aber angstvollen Gefühlen oder depressiven Gedanken geprägt sein. Selbstverständlich spielt es eine große Rolle, ob die Pilze zur Erzielung eines Rauschzustandes oder versehentlich eingenommen wurden. Bei versehentlicher Einnahme überwiegen Angstgefühle und lassen auch körperliche Missempfindungen bedrohlicher erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Bei wissentlicher Einnahme des Pilzes geraten die meisten Konsumenten in einen starken Erregungszustand, der durch rasche, unkontrollierbare Stimmungswechsel mit Lachen, Weinen, ausgeprägten Rededrang, Singen, Tanzen, aber auch Toben und Schreien verbunden ist. Da die Betroffenen häufig über gesteigerte Körperkräfte verfügen, ist auch die Gefährdung der eigenen Person oder Außenstehender dabei nicht ausgeschlossen. Anders als von Louis Levin 1924 geschildert, treten üblicherweise weder Tobsuchtsanfälle noch gewalttätiges Verhalten auf. Bei der Durchsicht einer großen Zahl von dokumentierten Vergiftungsfällen fehlen diesbezügliche Schilderungen. In schweren Vergiftungsfällen kann es zu einem Delirium kommen. In den meisten Fällen beendet ein tiefer Schlaf die Vergiftungserscheinungen nach etwa 10 bis 15 Stunden folgenlos. Lediglich bei schweren Vergiftungen kann die Bewusstlosigkeit auch über 24 Stunden andauern und würde ohne ärztliches Eingreifen möglicherweise tödlich enden. Üblicherweise haben Konsumenten keine Erinnerung an die rauschhaften Erlebnisse und den oft dramatischen Verlauf der Vergiftung. Trotz der durchaus nicht seltenen Verwendung ist kein einziger Todesfall mit dem Fliegenpilz ursächlich nachgewiesen. Wie bei vielen anderen Pilzen, schwankt der Giftgehalt in Abhängigkeit der Witterung, Jahreszeit und den geografischen Bedingungen. Natürlich spielt auch die individuelle Verträglichkeit eine große Rolle. Die geschilderten Wirkungen resultieren aus der Wirkung vieler Einzelkomponenten und lassen sich nicht eindeutig einem spezifischen Inhaltsstoff zuordnen. Vergiftungen durch die Fliegen- und Pantherpilz sind auch von Hunden dokumentiert. Symptomatisch zeigten sich Appetitlosigkeit, Erbrechen, Krämpfe, Benommenheit, Aggressivität, Lähmungen und Atemnot. Durch die Einnahme von Aktivkohle kann das Gift gebunden werden. Abführmittel fördern anschließend die Elimination der Giftstoffe aus dem Körper. Erbrechen sollte nicht herbeigeführt werden. Bei Vorliegen schwerer Erregungszustände kann die Gabe von Benzodiazepinen, Valium, sinnvoll sein. Selbstverständlich gehört die Behandlung eines Vergifteten immer in die Hand eines Arztes. Bei allen Vergiftungen mit Pilzen ist vor allem wichtig zu klären, ob lebensgefährlich giftige Arten beispielsweise Knollenblätterpilze, Amanita phalloides, etc. verzehrt wurden. Eine medikamentöse Behandlung richtet sich nach dem Auftreten der cholinergen bzw. anticholinergen Symptome. Tritt die cholinerge Wirkung mit Pupillenverengung und Pulsverlangsamung in den Vordergrund, so kann die Gabe von Atropin erwogen werden. Ich hoffe, euch hat der zweite Teil über den Fliegenpilz gefallen.
Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Viele liebe Grüße und einen dicken Kuss auf die Nuss.